nicht drauf ein. Spätestens 2030 wird die offizielle Amtssprache Emojisch. Überall. In der NATO, in der EU, bei NABU. Früher gab es Esperanto und heute gibt es Emojisch. Und das üben wir jetzt. Auch schön. Heißt aber eigentlich nur verliebt, verlobt, verheiratet. Eine Eckfahne, einen Besen, noch ein bisschen Pfeil. Na? Zurück. Weiß nicht, der Platzwart hat mich richtig sauber gemacht, muss noch mal von vorn anfangen oder was? Aphorismus von Matthäus oder was? Riechste in die Ecke, Besen, Besen, Zeitstrahl rückwärts, sei es gewesen. Wenn, dann müsste es heißen, in die Ecke, Besen, Besen, eintritt nur, wer genesen. Also, Herr Lübeck, das Publikum ist deutlich weiter als Sie. Eine Eistüte durch den Starkstromzeichen, Bademeister mit Dauerwelle. Ach bitte, das ist eine Barockperücke. Hä? Denken Sie mal Komponist. Händel. Singen Sie mal Leipzig, Johann Sebastian. Krummbiegel. Vom Eisen befreit sind Strom und Bach, 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 Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Also einfacher geht's ja nicht wirklich nicht an. Belebend sich dein Wirklich. Falls Sie das auch rausgekriegt haben, spricht nicht für Sie. Herr Lübeck, letzte Chance für Sie. Ach, sehr ekelhaft. Was sehen Sie denn hier? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Was soll das bedeuten? Richtig. Heinrich Heine. Das Lied von der Lorelei. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Mensch, Herr Lübeck, wie schnell Sie gelernt haben. Riesenapplaus.